Dominik Hofmann schürt ein. Ja, wir müssen jetzt hier erstmal sozusagen ein bisschen Grundwärme reinbringen, um dann die Kohle entzünden zu können mit der Luft, die von unten kommt. Etwa 1000 Grad brauchen Erik Hofmann und sein Mitarbeiter Moritz Mendo für das, was sie heute vorhaben. Also wir werden heute ein Geländer fertigen. Das besteht aus Pfost und Handlauf. Und die Befestigung oder die Verbindung zwischen Pfost und Handlauf wird in herkömmlichen oder in altherkömmlichen handwerklichen Schmiedetechniken erfolgen. Erik Hofmann ist Kunstschmied und das schon in dritter Generation. Doch auch wenn das Schmiedehandwerk abläuft wie früher, seine Werke plant Hofmann inzwischen am Computer, millimetergenau. Und darum geht es heute. St. Markus in Unterbalbach im Taubertal. Die Treppe zur Kirche braucht ein neues Geländer. Wir müssen vor allem bei Treppengeländern ganz genau arbeiten, um auch die Winkel eben einzuhalten, die so eine Treppe vorgibt. Weil wenn wir nicht genau nach diesen vorgegebenen Winkeln arbeiten, kann es sein, dass das Geländer hinten nach einfach nicht passt bei der Montage. Dass wir vorne und hinten unterschiedliche Geländerhöhen haben dann. Fünfzehn Minuten später ist das Feuer auf Betriebstemperatur. Wir machen unser Feuer hier in der Esse. In der Esse wird das Eisen warm gemacht. In der Schmiede wird das Eisen nie heiß gemacht, in der Schmiede wird das Eisen warm gemacht. Wir sprechen bei der Wärme hier von ungefähr 900 bis 1000 Grad. Der Schmied, der erkennt die Schmiedetemperatur anhand der Glühfarbe des Eisens. Also wenn die Glühfarbe orange, gelb, strohgelb ist, dann hat es die richtige Temperatur zum Schmieden. Als erstes schlagen Erik Hofmann und Moritz Mendo Löcher in den späteren Handlauf. So sollte es ausschauen, ja. Sehr gut. Natürlich braucht man dafür Fingerspitzengefühl und ist natürlich eine schwere Arbeit. Aber es ist halt eben die Routine. Wenn man das öfter macht und daran gewöhnt ist, dann geht es einem schon etwas leichter von der Hand. Dass man die Lochungen immer in den gleichen Abständen produziert, dazu braucht man schon eine gewisse Erfahrung. Aber auch handwerkliches Geschick natürlich, weil je nachdem, wie man den Meißel ansetzt, wird der Abstand zwischen den Lochungen kleiner oder größer. Also ist auch viel Augenmaß gefragt und das Augenmaß und der Zeitdruck. Weil man kann nur so lange an dem Eisen arbeiten, solange es warm ist. Das heißt, man kann nicht lang überlegen, wo haue ich drauf, sondern man muss das spontan aus dem Gefühl heraus machen. Und dann sind die Spitzenpfosten dran. Sie werden nachher von unten in den Handlauf gesteckt und müssen genau in die vorgefertigten Löcher passen. Das Arbeiten mit Stahl ist halt ein bisschen was Rudimentäres. Es hat teilweise etwas Vorzeitliches. Man sieht's hier auch schon an dem Feuer, den Funken. Es ist laut, es kracht, es ist schwarz, man schwitzt. Man kann sich da auch ein bisschen austoben. Ne? Erik Hofmann und Moritz Mendo verbinden den Handlauf mit den Pfosten. Zentimeter halt, ne? Und ganz wichtig, sie geben dem Geländer den richtigen Winkel. Schließen Sie mal die Fliege. Oh, stopp. Bisschen noch, oder? Kann man lassen, oder? Kann man lassen. Gut. Erik Hofmann ist die Arbeit mit Feuer und Stahl sozusagen in die Wiege gelegt. Schon sein Großvater Philipp Schrepfer war Kunstschmied. Er hat die Firma nach dem Krieg gegründet. Sein Schwiegersohn Werner Hofmann stieg später mit ein. Enkel Erik Hofmann zeigt, was die Familie nun seit drei Generationen beschäftigt.
der Erhalt der Tore der Würzburger Residenz. Die stammen ursprünglich aus dem 18. Jahrhundert. 1975 kann ich mich noch daran erinnern, dass mein Vater und mein Großvater zusammen hier diese Tore restauriert haben. Die waren in sehr schlechten Zustand. Und ich kann mich eben noch daran erinnern, wie die in der Werkstatt gelegen waren und daran gearbeitet wurde. Und ich habe dann in Zusammenarbeit mit dem Partner 2001 diese Tore noch mal restauriert quasi, um sie dann wieder noch mal aufzufrischen und wieder für die nächsten 50 Jahre zu erhalten. Eine echte Familienaufgabe also. Denn auch wenn heute mal was Kleineres an den Toren kaputt geht, repariert Hofmann die aufwendig gearbeiteten barocken Verzierungen. Zurück in der Werkstatt, mitten in der Würzburger Innenstadt. Da kommt eine ältere Dame, die hat ihre Pfanne dabei. Die Pfanne ist so toll und da ist der Stiel abgebrochen und sie kann nur in dieser Pfanne Rühreier machen. Dann können wir ihr den Pfannenstiel wieder annieten oder anschweißen. Oder es kommt jemand, dem ist die Gießkanne undicht, dann können wir die Gießkanne wieder verlöten. Das sind so Sachen, die kommen halt nur, wenn man direkt in der Stadt drin ist. Moritz Mendo schmiedet nun die Enden des Handlaufs, sogenannte Schnörkel. Immer wieder muss er das Eisen dafür warm machen und mit genau der richtigen Krümmung biegen. Da sind wir daheim. Ja. Jetzt setzen Sie die Einzelteile zusammen. Müssen wir's abschneiden. Läuft alles genau nach Plan? So, super, dann gucken wir mal. Ja, aber kann man lassen, oder? Nicht zu fein, nicht zu fein und nicht zu grob. Ganz genau richtig. Das Geländer bringen Sie demnächst zum Lackierer. Denn verzinken und Farbe auftragen, das macht der Kunstschmied nicht selbst. St. Markus in Unterbalbach, 5 Wochen später. Die Kunstschmiede haben ihr Geländer gerade eben vom Lackierer abgeholt und sind gespannt, wie es geworden ist. Das ist also sehr schön lackiert. Es ist vorher verzinkt worden. Wir sehen auch noch die Bearbeitungsspuren vom Schmieden, den Nietkopf, die Schnecke, alles gut. Prima, sehr schön. Jetzt kommt es an seinen Platz, an die Seite einer frisch restaurierten Sandsteintreppe. Gerade muss es stehen. Checken wir gleich hier, ob das auch passt. Das Ergebnis soll natürlich sein, dass ganz zum Schluss das Geländer fest steht, dass die Pfosten in den Löchern nicht wackeln, damit es die richtige Höhe hat, die vorgeschrieben ist. Das ist in dem Fall 90 cm. Dafür braucht es Bohrlöcher. Und die müssen schön gerade sein. Moritz, ein bisschen nach links. So, ja, so ist gut. Jetzt zeigt sich, ob all Ihre Berechnungen richtig waren. Zack. Zack. Doch die Höhe des Geländers passt noch nicht ganz. Ja, hier sind wir bei 91. Ja, die Treppe ist ganz schön krumm, weil sie alt ist. Da sind wir nicht im... Ja, da sind wir bei 93. Aber das siehst du schon, die ist in der Mitte komplett durchgeladen. Ja, genau. Dadurch, dass die Treppe sehr alt und krumm ist, das ist ja eine historische Treppe, die 200, 300 Jahre alt ist, ist das Maß nicht überall gleich. Wir müssen jetzt einfach einen Mittelweg finden, dass es gut aussieht. So soll es stehen. Der Mittelweg ist also schnell gefunden. 2-3 Zentimeter Unterschied in der Höhe nehmen Sie in Kauf. So verankern Sie Ihr kleines schmiedeeisernes Kunstwerk für den Alltag. Es schaut schön aus und es hat alles so funktioniert, wie wir es uns gedacht haben. Und von daher, ja, ist ein schönes Gefühl auf jeden Fall, wenn was fertig wird. Wir haben jetzt was geschaffen. Das hält jetzt die nächsten 150, 200 Jahre. Und wenn ich in 20, 30 Jahren vielleicht mit meinen Enkelkindern vorbeikomme, dann kann ich immer noch sagen, wir haben das irgendwann mal hier gebaut.
An ihrem Geländer werden künftig Generationen von Kirchgängerinnen und Kirchgängern Halt finden. Der alten Schmiedekunst sei Dank.